Herzlich willkommen zu einem neuen kleinen Video hier auf dem Atzenberger Online-Kanal. Wenn ihr hier neu seid, würde ich mich über ein Abo freuen und natürlich, dass ihr die Glocke aktiviert, damit ihr kein Video mehr verpasst, was in Zukunft hier erscheinen wird. So, Freunde, was haben wir heute wieder? Lion. Man kennt ihn, super geiler Riegel, also einer meiner Lieblingsriegel auf jeden Fall, also in der normalen Version. Das ist die limitierte Edition mit Kokosnuss. Den habe ich hier in der 5er-Packung gekauft. Das sind 5x30 Gramm, also 5 normale Riegel sind da enthalten. Für 1,99 Euro gekauft habe ich das Ganze bei World of Sweets. Ziemlich großer Online-Laden, wo man solche Sachen bekommt. Wie immer, kein Product Placement, keine bezahlte Werbung. Habe ich für mich gekauft und für euch zum Testen. So, das Ganze ist vom Hersteller Nestle, wie man schon sehen kann. Nestle aus Polen, wie ich vorhin schon gelesen habe. So, jetzt kann man hier auf der Rückseite nochmal schauen für die Leute, die es interessiert. Hier die Zusammensetzung. Dann haben wir hier noch die Nährwerte und alles. Ich weiß nicht, ob man das jetzt hier so lesen und erkennen kann. Wie gesagt, für die Leute, die es interessiert, ist es eigentlich relativ egal, weil wir wollen ja gucken, wie das ganze Ding hier schmeckt. Deswegen öffnen wir jetzt einfach mal hier die schöne Verpackung und holen einen Riegel raus. So sieht er aus. Ja, man kennt sie, ne? Kleine Kokosnuss. Jetzt würde ich sagen, öffnen wir den mal. Gucken, wie er ausgepackt aussieht. Oh ja, er ist irgendwie kleiner geworden. Oder irre ich mich? Keine Ahnung. Gehen mal ein bisschen näher ran. So. Ja. Sieht schon ziemlich gut aus. Dann würde ich sagen, schneiden wir den mal durch mit unserem schönen Messer. Damit wir mal sehen können, wie der von innen aussieht. Oh ja, ziemlich cool. So, hier kommt zum Vorschein Waffeln, Kokosnuss, Karamell, Cerealien und weiße Schokolade. Sind hier enthalten. Okay. Dann würde ich sagen, mache ich auch direkt mal den Geschmackstest von dem schönen Ding. Boah, mega. Boah, da kommt direkt der Kokosnussgeschmack mega geil raus hier. Ansonsten ist es aufgebaut wie immer. Ja, doch super. Also ich finde total lecker. Wie gesagt, diese weiße Schokolade mit dem Kokosnuss und ja, total geil. Also davon, ja, dafür gibt es auf jeden Fall mal wieder einen Doppeldaumen nach oben. Ganz klar. Also wirklich total lecker. Wie gesagt, wer Lion mag, wird diese neuen Riegel auf jeden Fall lieben, denke ich mal, wenn ihr auf Kokosnuss steht. Also, mir schmeckt der richtig gut. Aber wie gesagt, Limited Edition. Ich weiß nicht, wie lange das so erhältlich sein wird. Deswegen kann ich jedem nur raten, kauft es, probiert es und liebt es. Also, wie gesagt, nochmal reingucken. Richtig, richtig gut. Wie gesagt, Doppeldaumen nach oben von mir. Absolute Kaufempfehlung. Aber wie gesagt, ist halt nur mein Geschmack, ne? Also sollte jeder selber mal probieren, der auf Kokosnuss und Lein steht, wie gesagt. Also total Knaller von mir. Doppeldaumen nach oben. Super lecker. Ja, kann ich nur empfehlen. So, dann würde ich sagen, wir sind doch schon wieder am Ende von unserem kleinen Video. Wem der Blödsinn hier gefallen hat, der kann gerne einen Daumen nach oben geben. Wenn nicht, Daumen nach unten. Kommentare schreiben. Ich lese alles und antworte natürlich gerne. Alles klar, Freunde. Das war's mit dem Video. Bis zum nächsten Mal, sagt der Atzenberger und haut da rein.